Da ist er, der Mettokart. Ja, hallöchen. Na, nehmen jetzt den Mundschutz runter. Jawohl. Den Abstand halten wir dann. Oh, was hat er denn da in der Hand? Eine Säge. Uiuiui, jetzt wird's spannend. Was haben wir denn heute? Wir wollen uns heute Beinachsen und Korrektur von Achsen bei Fehlern. Das Thema wollen wir heute bearbeiten. Ja, schön, schön, schön. Heute Thema Beinachse und Probleme, die durch die Beinachsenfehler auftreten und wie wir es dann korrigieren. Wie ihr hier seht, habe ich hier ein Bein. Das ist ein linkes Bein. So sieht's aus. Oberschenkelkopf. Und das ist jetzt unten da das Sprungbein. Und man redet dann immer über X-Beine, also Beine, die x-ig sind. Und X entsteht aus beiden Seiten, deswegen sieht das so wie ein X aus. Oder O-Beine, Beine, die quasi nach innen dann da gehen. Und dabei geht die Achse, knickt das Knie nach da. Und wenn man einen Fehler hat, sei das ein O-Bein oder ein X-Bein ist, wie wir es dann hier auf dem Knie sehen, dann hat man dann durch O-Beine, also wenn das Bein O-förmig ist, dann ist die Innenseite überbelastet und das macht richtig Schmerzen. Und wenn man ein X-Bein hat, dann ist die Außenseite überbelastet und dann hat man dann einen Schmerzen da. Und wenn der Patient kommt, meistens so ein junger Patient, jung ist man dann da bis 60, Mitte 60, wenn derjenige dann einen Achsfehler hat, relevant, so über 4-5 Grad, plus Auffälligkeiten auf dem entsprechenden Kompartiment jetzt, wenn das dann ums Knie geht, dann ist das dann in der Regel korrekturrelevant und dann kann man dann über Korrekturen dann reden. Wir haben ein konkretes Beispiel jetzt, eine Patientin, junge Dame, 19 Jahre alt, hat Schmerzen außenseitig im Kniebereich und wie wir das Bild dann hier sehen, also das da ist der Schmerz. Und wir haben so eine schöne Ganzbeinaufnahme gemacht, um die Beinachse dann zu messen. Und das ist jetzt hier unsere Beinachse. Und wir sehen, dass die Achse das Knie auf der Außenseite trifft. Und wenn wir dann einen genauen Winkel dann messen wollen, dann haben wir hier... Wir gucken mal da, 6,3 Grad. X-Bein, was wir danach korrigieren wollen. Ist das viel? Das ist viel. Alles, was über 4 Grad wird relevant. Unter 4 Grad ist das eine Variation, muss er nicht unbedingt Probleme dann machen. Und um die Beinachse zu korrigieren, kommen wir jetzt gleich dann, nehmen wir die Säge und das Messer. Gut, und wie bei der Planung gemessen ist, werden wir dann eine Linie durchziehen auf dem Knochen. Diese Linie läuft ungefähr hier aus und wir haben anhand des Abstandes, was wir dann bei der Planung gemessen haben, geplant haben, messen wir hier den Abstand, Knochenabstand in Millimetern und dann wird eine zweite Linie hier durchgemalt und diesen Keil wollen wir dann aussägen und wenn der dann ausgesägt ist, wird der Knochen zugeklappt, wie wir es euch jetzt gleich zeigen werden. Und dafür nehme ich jetzt die Säge. Autsch. Nachdem wir unser Keil ausgesägt haben, nehmen wir den dann raus. Und dann klappen wir das dann wieder zurück, zusammen. Und man kann da gerne so ein Draht erstmal zum Kurzfixieren dann da reinstecken und dann wird das Ganze mit einer Platte und Schrauben fixiert und dann darf es so ausheilen und wenn das ausgeheilt ist, ist das Bein belastbar und der Schmerz ist weg. Gut, jetzt haben wir dann den Zugang zu dem Femur, Körperfern unten von der Seite und wir stellen jetzt den Knochen dann da und mussten dann unsere Sägehöhe
markieren unter Rindenkontrolle und dann können wir mal die 7 mm, wovon wir bei der OP-Planung gesprochen haben, dann malen, markieren und dann fängt es an mit der Säge. Ja, alles gut gelaufen. Wir haben bei der Patienten nicht nur die Achse im Sinne von O-Bein, X-Bein korrigiert, sondern wir haben, weil die ein bisschen Beuge, also Streckproblem mit dem Knie hat, haben wir das Knie ein bisschen überstreckt, also korrigiert in die Überstreckrichtung. Und das ist alles sehr gut gelungen. Jetzt nehmen wir zu und ich bin gespannt, wie sich die Beschwerden nach der Operation verbessern werden. Der Medvocat ist unterwegs, die OP ist jetzt ein paar Tage her, Röntgenbilder im System und im Kasten. Wir werden mal gucken und interviewen, ob es für ihn genauso passt wie für uns oder für die Patientin. Medvocat. Hey. OP ist vorbei. Ja, vorbei. Beziehungsweise schon ein paar Tage her. Schon ein paar Tage. Und wie sieht es erstmals aus? Sehr schön, gut. Sehr schön. So, wir gucken mal die Bilder mal an. Ja, bitte sehr. Also, das ist jetzt hier die Platte und da war die Stelle, wo wir dann durchgesägt haben. Und jetzt malen wir so einfach eine Linie. Das ist die Beinachse. Sprungbein, Mitte. Mitte vom Kopf, vom Oberschenkelkopf. Und das sollte das Knie durch die Mitte dann durchschneiden. Und das ist sehr, sehr gut gelungen. Man sieht hier, also wir haben es in die Richtung quasi so ein bisschen korrigiert, damit das Knie, wenn die Patientin das Knie strecken will, dass es dann mehr Raum nach vorne dann gibt. Also so die, das, was wir hier auf dieser Höhe durchgesägt haben, haben wir ein bisschen in die Ebene auch ein bisschen in Streckung korrigiert. Ich hoffe, ihr habt jetzt durch das Beispiel ein bisschen weniger Angst vor dem Thema Knochen durchsägen, korrigieren und Platte. Das ist ja jetzt schon für viele Patienten ein bisschen gefährlich, dass man dann sagt, wir werden das Bein dann durchsägen. Wenn es euch dann gefallen hat, gerne Likes, klickt man dann auf unser, was sollen die denn da klicken? Klicken Sie bitte überall. Wir freuen uns auf jedes Like, Kommentare auch, Fragen können wir gerne auch beantworten und ihr könnt uns auch gerne im Krankenhaus hier auch besuchen. Wiedersehen, bis zum nächsten Fall.